Pflanzen sind die Grundlage unserer Arbeit. Fast alle Produkte, die wir herstellen, sind auf pflanzlicher Basis entstanden. Unsere Pflanzen kommen natürlich vorzugsweise aus Deutschland, der Schweiz, aus Europa, aber sonst auch aus aller Welt. Veleda wurde 1921 gegründet, um Arzneimittel für die damals entstehende anthroposophische Therapierichtung herzustellen. Bei den Arzneimitteln hört es aber nicht auf. Gleichzeitig hat man angefangen, Körperpflegeprodukte herzustellen. Die Grundidee dahinter ist immer die, die Selbstheilungskräfte des Menschen zu fördern und zu unterstützen. Ich möchte ja alles das, was in der Pflanze drin ist, diese Sorgfalt, die ich in den Anbau reingelegt habe, auch bei der Ernte, bei der Verarbeitung und bei der Verpackung walten lassen, damit die Qualität dieser Pflanze dann im Produkt schließlich auch vorzufinden ist. Konservierungsstoffe haben wir nicht. Das ist ein Essential unserer Werte. Und zertifizierte Naturkosmetik muss ohne Konservierungsstoffe auskommen. Zunächst mal muss ja das Produkt geschützt sein gegen Licht und gegen Luft. Und diese Kriterien muss das Verpackungsmittel erfüllen. Das Zweite ist, dass die Verpackung ein Teil der Nachhaltigkeitsbilanz ist. Und die muss einfach stimmen und immer besser werden. Back in Bottle heißt, dass eine Tasche in der Flasche ist. Und diese Tasche, die hat eine besondere Eigenschaft. Es entsteht ein Vakuum, wenn ich ein Produkt aus dem Gefäß entnehme. Es kommt keine Luft rein und ich kann das Produkt fast komplett verbrauchen. Es bleibt kein Rest drin. Verpackung ist eine der größten Herausforderungen der Menschheit. Wir sollten alles daran setzen, möglichst intelligente Verpackungslösungen für die Zukunft zu finden.